Nun begeben wir uns in den zweiten Ausstellungsraum. Hier sehen wir schon eine weitere Arbeit von Evelyn Loschi. Und hier hören wir schon, aber erkennen auch die Arbeit von der irischen Künstlerin Laura Fitzgerald. Try Harder und Rock Insomnia. Hier sehen wir eine Arbeit, eine weitere Arbeit von Evelyn Loschi mit dem Titel Studies of Psychological Destructions. Nun kommen wir zu der jungen Österreicherin Dennis Schellmann. Ihr Diptychon heißt Antikörper. Und hier befinden sich noch zwei weitere mit dem Titel Zauberknoten und Kontaktfreude. In meinen relativ neuen Arbeiten, den Diptychons, setze ich mich mit der Gegenüberstellung der beiden Pole Kunst und Wissenschaft auseinander. Der gezeichnete Part, also der gezeichnete Teil des Diptychons, steht für Hingabe, Sanftmut, Intuition, Verspieltheit, alles, was so diesem weiblichen Prinzip zugeschrieben werden kann. Der geschriebene Teil steht für den wissenschaftlichen Teil, also für Disziplin, für Durchhaltevermögen, für Härte, für Durchsetzungsvermögen, für Strukturiertheit, also alles, was sich so dem männlichen Prinzip zuschreiben lässt. Für mich ist das insofern spannend, weil ich mich in diesen Arbeiten extrem mit dem Thema der Kunst und der Wissenschaft auseinandersetze. Mein Background liegt auch im wissenschaftlichen Bereich und in dieser Arbeit wird vor allem mein innerer Konflikt, den ich zwischen diesen beiden Welten oft spüre, sehr deutlich. Von hier aus begeben wir uns jetzt in den letzten Raum der Ausstellung und wir stoßen direkt auf die Arbeit von Eva Kotakova. Untitled heißt sie. Und die Arbeit der Deutsch-Österreicherin, also eigentlich in Deutschland geboren, aber sie bezeichnet sich schon gern als Österreicherin, Veronika Merklein. Ich habe nichts gesagt. Veronika ist dann nachher noch mit einem Live-Statement zugeschalten, das ihr dann anschließend gleich hören könnt zu der Arbeit. Dear audience, I'm happy and glad you watched the virtual exhibition, which is an exhibition in Vienna. No pity, where I show my work. I didn't say anything, which is in German, ich habe nichts gesagt. This work is about sexual abuse of a friend of mine, who was abused through her whole childhood and youth. So I made a performance out of it, and I also talked with her about it.
During the times we now all forced to stay at home, this work is more than actual, because a lot of people, especially women and children, are now facing domestic violence and sexual abuse at home. So I would be happy if you have a closer look at my work, which you can also see on my website. Have a great day.